Sweetie Belle, vielleicht gehen wir die einzelnen Schritte noch einmal durch und dann versuchst du es mal allein. Nein, bin bereit, es zu probieren. Okay, na dann. Irgendwie klappt es. Nicht. Jetzt habe ich mir den Hals verrenkt. Ach, es wird schon gehen. Noch ein bisschen Übung und du lässt den Besen mit Leichtigkeit schweben. Ach, ich glaube nicht, das Ding wiegt Tonnen. Hey, hat irgendein Pony meinen... Oh, da ist er. Dafür bekomme ich doch nie meinen Schönheitsfleck. Vielleicht nicht. Aber ich helfe euch trotzdem gern weiter beim Zaubern lernen, solange ihr möchtet. Hey, wer räumt das Zeug hier weg? Das ist kein Zeug. Das sind die sorgfältig angeordneten Teile eines Einrades, das ich auseinandergenommen habe und wieder zusammensetze. Sobald Twilight mir gezeigt hat, wie... Scootaloo, ich habe dir gesagt, dass ich dir nicht beim Bauen helfe, sondern dir helfe, die Anleitung zu finden, damit du es selbst zusammenbaust. Aber ich hasse Lesen. Ganz links, drittes Regal von unten. Du findest es bestimmt schnell. Vielen Dank, dass du uns dabei hilfst, etwas Neues zu lernen, Twilight. Ich teile gern meine Liebe zum Lernen um des Lernens willen mit euch. Aber ich befürchte, ich lerne trotzdem nie, wie man Zaubertränke braut. Hast du denn genau die magische Pflanzenwuchsformel befolgt? Naja, mehr oder weniger. Nun, testen wir den Trank an dem Apfelsetzling und sehen, was passiert. Oh, ich hoffe, es funktioniert. Übertreibst du nicht vielleicht ein bisschen, Kumpel? Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbeste Freunde seid ihr. Juhu! Alle herhören, es wird Zeit. Euch erinnern könnt, habe ich euch versprochen, euch heute eine noch nie dargebotene Akrobatik-Weltpremiere zu präsentieren. Ich weiß, das ist so aufregend, aber ich bin so müde. Aber es wäre mir ein Gräuel, euch enttäuschen zu müssen, also habe ich meinen Butler Randolph gebeten, euch die Kunststücke zu zeigen. Das war unglaublich, Diamond Tiara. Ich weiß und ich habe keine Ahnung, woher ich das kann. Ich kann nicht glauben, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekommt, obwohl sie überhaupt nichts macht. Sie benutzt andere Ponys, um selbst gut dazustehen. Und sie bemüht sich nicht einmal, selbst etwas zu lernen, so wie wir es tun. Hey, wenn ich es mir recht überlege, könnten wir drei hier das Sagen haben, wenn wir richtig aufpassen und gut in dem sind, was Twilight uns beibringt. Seht euch das an! Und seht euch das an! Und seht euch das an! Lass mich runter! Hey, kannst du mich hören? Was? Ich hab dich gerade gefragt, ob deine Schwester Rabbit hier euch vielleicht bald mal nach Manhattan mitnimmt. Denn wenn sie das mal macht, könnten wir uns nämlich treffen und mit ganz vielen Promi-Ponys rumhängen. Cool! Wow, das ist wirklich nett von euch beiden. Ehrlich gesagt hat mir meine Schwester in letzter Zeit nicht vorgeschlagen, uns mit nach Manhattan zu nehmen. Ja, das dachten wir uns schon. Komm, komm, Zuckerstück, komm! Na und? Ich muss nicht nach Manhattan.
Schweden, um da mit super coolen und berühmten Ponys abzuhängen. Wir sind nämlich mit Prinzessin Twilight befreundet. Hast du etwa gerade Prinzessin Twilight gesagt? Geht ihr sie öfter besuchen? Sag schon echt. Ungefähr einmal die Woche. Sie bringt uns neue, super coole Dinge bei, die wir dann auch können. Und zwar selbst. Ihr müsst mich mal mitnehmen, wenn ihr sie besucht. Nein, uns mitnehmen. Ich meine, wir haben sie ja schon oft im Dorf gesehen und ich dachte, na egal. Ich auch. Genau das. Aber jetzt ist sie eine Prinzessin und das macht sie total bewundernswert. Und sie hat Flügel. Und sie ist ein Alihorn. Darf ich mit? Wir? Beide? Ich find's nicht so gut, wenn... Würdet ihr uns bitte kurz entschuldigen? Wir sollten ihnen unbedingt zusagen. Eine einmalige Gelegenheit. Machst du Witze? Ich will doch nicht von ihnen ausgelacht werden, wenn wir Zaubertränke mischen und eine Pflanze dann aus Versehen hustet. Aber raffst du's denn nicht? Sie lernen doch dann genauso. Und wie sollen sie uns denn auslachen, wenn sie selbst dabei sind, etwas Neues zu lernen? Ich gebe zu, dass es bestimmt Spaß macht, die beiden zur Abwechslung auch mal hart arbeiten zu sehen. Oh meine Güte, hier lebt also eine Prinzessin und ich darf sie sogar in ihrem Haus besuchen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Und wie aufgeregt ich bin. Denkt immer daran, Twilight nimmt sich die Zeit, damit wir etwas lernen können. Hey, Hallöchen, kommt doch rein. Oh, Prinzessin Twilight. Oh, sie ist es ja wirklich. Meine Güte, ich kann es nicht glauben. Oh, und noch mehr Gäste. Toll. Prinzessin Twilight, es ist so eine Freude und Ehre, hier zu sein. Das glaubt mir keiner. Oh, meine Güte, wer färbt deinen Schweif? Diese Frisur möchte ich auch unbedingt. Eigentlich ist das nicht gefärbt. Ich habe immer... Sind das Bücher da drin? Wirklich sehr gewagt eingerichtet. Das solltest du unbedingt übernehmen. Genau, finde ich auch. Passt auf, ich helfe ja wirklich gern vielen Ponys. Aber vielleicht sollten unsere wöchentlichen Treffen unter uns bleiben, hm? Okay, wer von euch fängt mit den Übungen an? Sie sollten anfangen. Dummerchen, die Twilight-Zeit ist doch extra für euch. Applebloom, du fängst an. Mal sehen, was dein Pflanzentrank so macht. Warum habt ihr mich denn bloß überredet, die beiden mitzunehmen? Ich hab sie auch nicht einmal lachen hören, Applebloom. Sie haben innerlich gelacht. Keine Sorge, diesen Fehler machen wir nicht nochmal. Ach, na toll. Da will sich wohl jemand über uns lustig machen. So viel zum Lernen, um andere zu beeindrucken. Hey, wisst ihr was? Ich habe allen von eurer besonderen Twilight-Zeit erzählt. Oh nein, Achtung, und jetzt kommt's. Und sie wollen alle mitmachen. Twilight-Zeit! 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 Nur habt ihr zu verdanken, dass ihr jetzt bei allen total beliebt seid. Super gern geschehen. Oh. Diese Ponys wollen Twilight jetzt auch unbedingt kennenlernen? Wir lieben euch Schönheitsfleckenclub-Mädels! Ganz ruhig, liebe Ponys. Prinzessinnenzeit auf solch unhöfliche Art und Weise einzufordern, ist wirklich nicht in Ordnung. Darf ich vorschlagen, dass wir das für euch organisieren? Wir sind ja immerhin die allerbesten Freunde des Schönheitsfleckenclubs. Alle Ponys anstellen! Nicht drängen, nicht drängen! Was für ein Chaos. Ist doch super gut. Seht ihr das denn nicht? Wir sind jetzt wirklich und wahrhaftig und nachgewiesenermaßen die beliebtesten Ponys der Schule. Hä? Sie halten uns für die Größten, weil sie durch uns die Chance haben, den neuesten und größten Star von Ponyville zu treffen, Prinzessin Twilight. Haben wir nicht vor 2 Sekunden noch gesagt, dass es ein Riesenfehler war, diese beiden Ponys mit zu Twilight zu nehmen? Und jetzt schleppen wir die halbe Schule an? Entspann dich. Ich mach das. Oh, das gefällt mir nicht, Sweetie Belle. Du hast doch gesagt, ich soll sie nicht zur Twilight-Zeit einladen. Was ist das Problem? Es fühlt sich an wie ein Trick. Was ist daran ein Trick, wenn wir Twilight zum Essen einladen, um ihr für all das zu danken, was sie für uns getan hat? Das ist wohl das Mindeste, was wir tun können. Sagt dir hier jemand Prinzessin?
Als ich versprach, dass ihr die Prinzessin an einem ihrer Lieblingsorte seht, dachte ich an höchstens 2 oder 3 Zuschauer. Oh. Hey, sie kommt! Okay, aber bleibt versteckt. Ganz wie du wünschst, Sweetie Belle. Ja, wie ich wünsche. Ich habe gar nicht gemerkt, wie hungrig ich war. Das ist so lieb von euch, mich hierher einzuladen. Es ist mir eine Ehre. Ja, wirklich? Als ihr mich gefragt habt, ob ich euch helfe, dachte ich zuerst, mit jungen Schülern zu arbeiten, die tatsächlich um des Lernens willen lernen wollen. Was gibt es Besseres? Ihr erinnert mich an mich selbst in eurem Alter. Ja, tja, wir sehen das nicht anders. Und deshalb haben wir dich hier auch eingeladen. Aufgrund unserer großen Liebe zum Lernen. Twilight! Dich habe ich ja schon seit 2 Ewigkeiten nicht gesehen. Ja, ich weiß. Ich war so beschäftigt, dass ich ganz vergessen habe, wie lecker das Essen hier ist. Total, ja. Hey, was ist denn da los? Oh, jetzt sind sie schon wieder weg. Wieder da! Jetzt sind sie wieder weg. Lalalala. Lass das sein! Was in aller Welt geht denn da draußen? Was sollte das bedeuten? Und das? Ich konnte nicht anders. Wenn ich auf Fotos nicht lächle, sehe ich so traurig aus. Oh, wir werden ganz sicher noch traurig aussehen. Kann ich euch irgendwie helfen? Macht ein Foto von uns! Ich zuerst! Hey, geh sofort aus dem Bild! Das ist übel. Twilight ist bestimmt stocksauer auf uns. Ich hab gesagt, dass das eine schlechte Idee ist. Meint ihr das ernst? Ihr wollt von mir wirklich alle ein Autogramm? Okay, ich gebe euch noch ein paar Unterschriften, aber dann muss ich wirklich zurück zu meinen Freunden. Oh, da seid ihr ja. Wow, wisst ihr, ich bin jetzt schon so oft bei Heuburger gewesen. Ich habe nicht gewusst, dass sogar eine Prinzessin hier essen geht. Ich gehe hier auch nicht sehr oft essen. Das war die Idee meiner Freunde. Heißt das, Prinzessin Twilight findet die Orte auch cool, wo sonst die 3 darum hängen? Danke, das war sehr schön. Dann bis bald. Ich eröffne einen neuen Limonadenstand. Kommt ihr zu meiner Eröffnung? Für eine Woche kostenlose Limonade? Entspann. Ich weiß ganz genau, wie wir damit umgehen. Noch Limonade? Ja, aber gerne doch. Deine Hufe glänzen. Es war mir eine große Ehre. Oh, ich kann mich ja sogar darin spiegeln. Und ich mich auch. Die Schleife ist wirklich wunderschön geworden. Was bin ich dir schuldig? Deine Freude darüber reicht mir als Lohn. Ihr 3 müsst unbedingt zu meiner Poolparty kommen. Sie wird viel cooler als das hier. Wer lädt uns denn auf einmal in sein schickes Haus ein? Ich glaube, wir haben es geschafft. Schönheitsflecken-Club! Ja! Wow, wirklich toll! Aber wo sind denn die anderen? Und warum ist diese Party cooler als andere? Wegen der ganzen Masse, die draußen bleiben muss. Es war sehr schön, aber wir müssen los. Es ist Twilight-Zeit. Moment, wir kommen doch mit, oder? Ehrlich gesagt, nein. Oh, wir konnten Twilight nicht vorher fragen, also... Wirklich? Und das nach allem, was wir für euch getan haben? Und auch nach allem anderen, was die da für euch getan haben? Twilight-Zeit! 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 Okay, ich weiß genau, wie wir damit umgehen. Twilight-Zeit!
vor Ihnen bei Twilight sein und alles erklären. Da lang, der Weg ist kürzer. Twilight Zeit! Twilight Na dann los, bringt die Gewinn! Twilight Zeit! Twilight Zeit! Wir haben's geschafft. Schnell klopfen! Twilight, wir können es erklären. Wir wissen, dass die Twilight-Zeit nur uns gehört. Wir wollten gar nicht so viele Ponys mit herbringen. Ehrlich. Oh, seid nicht albern. Ich habe es nur lieb gemeint, damit ihr möglichst viel von der Zeit bei mir habt. Aber wenn ihr eure Zeit teilen wollt, ist das gut. Also, bist du gar nicht sauer? Natürlich nicht. Kommt doch rein, ihr Ponys. Spike macht Nachos. Ich glaube, wir brauchen noch mehr davon. Bevor wir anfangen, sollten wir euch vielleicht in Gruppen einteilen. Ponys mit Interesse an Magie darüber. Und wer Zaubertränke lernen will, bitte hierher. Bücherwurmponys nach da drüben. Unglaublich. Es sieht aus, als würde alles doch gut enden. Und ich hatte solche Angst, dass Twilight von uns enttäuscht ist. Ich hab doch gesagt, ich weiß, wie wir damit umgehen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid, um Neues lernen zu wollen. Wir danken dir, Prinzessin. Wir lieben dich, Prinzessin. Okay, okay, jetzt beruhigt euch. Wenn ihr jemandem danken wollt, dann dem Schönheitsfleckenclub, der seine Zeit so großzügig mit euch teilt. Ach, ist doch in Ordnung. Wir dachten, das hier ist das Richtige für euch. Lächerlich. Na los, fangen wir an. Was möchtest du lernen, kleiner Mann? Wir möchten lernen, wie man Mitglied im Schönheitsfleckenclub wird. Und warum möchtest du unbedingt zum Schönheitsfleckenclub gehören, Ja, weil ich dann meine Mitschüler dazu bringen kann, mir einen Gefallen zu tun, weil ich mit einer Prinzessin befreundet bin. Oh, übel. Hab ich richtig gehört? Wir wollten nur Zeit mit dir verbringen, um dich kennenzulernen und etwas zu lernen. Wirklich und wahrhaftig. Beweist es. Wenn es wahr ist, dann habt ihr in der letzten Woche bestimmt auch weitergeübt. Zeigt mir, dass ihr euch verbessert habt. Nein. Wir sind hergerannt und haben unsere Sachen zu Hause vergessen. Ich verstehe. Nein, warte! Hey, liebe Ponys, ihr habt Glück. Ihr wolltet was lernen, aber bekommt ein Essen und eine Show. Macht euch bereit, denn wir vom Schönheitsfleckenclub werden euch die herausragenden Dinge zeigen, die wir von Twilight gelernt haben. Es tut mir leid, aber wir haben leider Scooterlos Einradteile nicht hier. Deshalb wird sie einen Scooter von draußen auseinander und wieder zusammenbauen. Hey, das ist mein Scooter. Du hast uns das eingebrockt, Junge. Und jetzt musst du auch mitmachen. Oh, Äppelblum hat ihren Apfelsetzling nicht dabei. Also schnappt sie sich einen Apfel aus der Küche. Und ich zeige euch, wie ich mit meinen Zauberkräften diesen Besen anhebe. Ich glaube, die Twilight-Zeit ist vorbei. Und sieh mal an, wer nun nicht mehr zum Gefolge der Prinzessin gehört. Sieht aus, als wären sie doch nicht zum Lernen hier gewesen. Nun, das war wohl niemand von euch. Es tut uns sehr leid, Twilight. Das war ein großer Fehler. Aber es hat uns trotzdem immer Spaß gemacht, von dir etwas Neues zu lernen. Jetzt sieht es so aus, als müssten wir ohne dich weiter üben. Dankeschön, Twilight. Danke. Danke. Sweet
Kitty Bell? Soweit ich weiß, hast du mich eben um eine zweite Chance gebeten. Ich schätze, Twilight ist nicht mehr ganz so sauer, denn sie lässt uns einen Tagebucheintrag schreiben, wie es unsere Schwestern tun. Wir haben das Wichtigste aus den Augen verloren. Wir fühlten uns auf einmal besonders, weil wir mit jemand Besonderem befreundet waren. Wir haben fast vergessen, warum sie wirklich so besonders ist. Weil sie unsere Freundin ist. Aber sie hat uns vergeben und auf magische Weise ist alles wieder gut. Das ist die Art Magie, die ich wirklich beherrschen will. Jetzt, da ich die andere schon ganz gut kann... Wow, eure Fähigkeiten sind so viel besser geworden. Ich bin sehr stolz auf euch. Dann bis zum nächsten Mal. Wir sind nur froh, dass die Twilight-Zeit wieder so ist wie früher. Naja, fast wie früher. Ich hoffe, es sieht uns niemand. Weil die Twilight-Zeit jetzt geheim ist? Oder weil wir lächerlich aussehen? Ich glaube, ein bisschen von beidem.